mir auch leid, aber ich schaff's momentan einfach nicht, alles zu bearbeiten, was wir herstellen. Das heißt, ihr müsst da einfach ein bisschen Geduld mit mir haben. So. Warum haben wir? Also weiter geht's. Ah ja, ich wollte ja mal nach der Brennzeit. 17 Minuten. Das war ja einigermaßen realistisch. Und das bei der gleichen Windverhältnissen. Ich sage, man muss es nicht verstehen. Einfach akzeptieren. Ich denke, jetzt sind wir den Wolf los. Selbst wenn er mich jetzt noch verfolgen sollte, der zweite, wird ihm das Feuer davon abhalten, hier weiter rumzukommen. Müssen wir ein bisschen aufpassen, dass wir hier nicht ausrutschen. Doch den falschen Weg eingeschlagen. Ich dachte, das wäre hier flacher. Man sieht, wir nähern uns auch wieder dem Dorf und der letzte Bunker ist ja in der Nähe vom Dorf. Also von daher. Wobei, das sieht nicht gut aus. Ich glaube, ich speichere hier nochmal. Das sieht so aus, als ob wir hier nicht durchkommen. Wir müssen wirklich komplett den Berg wieder runter müssen. Ich würde es mal mit rauf versuchen. Ah, das sieht besser aus, ja. Das sieht besser aus. Hier ist es flacher. Da ist der Shop, ne, mit der kanadischen Flagge. Jetzt kann man nur hoffen, dass wir nicht rutschen. Und da ist es passiert. Oh, fuck it. Ah, Mann. Oh, fuck. Na gut, dann müssen wir runter. Dann geht es nicht anders, da sind wir diesen Weg umsonst gelaufen. Dann ist das so. Was haben wir denn noch mal für Holz dabei? Könnten wir noch was hier brauchen. Also. Nehmen wir noch mal die Axt. Nase juckt. Gibt es noch ein Messer? Naja. Ich glaube, ich könnte jetzt auch den Rest vom Fisch essen. Ja, da tut es. Und hier das Fleisch auch mal anessen. Ah, doch fast leer. Ah, ja, doch. Wieder ein gutes Stück leichter. Das wäre schön, wenn das in Real Life so wäre, ne? Also essen, um leichter zu werden. Das wäre doch richtig eine geile Sache, oder? Ich werde jetzt sagen, viele, die zuschauen, so, ah, oh, ja. Ja. Noch immer nichts zu trinken. Ich könnte echt was zu trinken haben, aber wie ist der Mensch? Kommen wir hier rüber? Oder müssen wir doch mit der Brücke?
Ja, also Aufnahme mal wieder korrupt, mal wieder abgestürzt. Tut mir leid, Leute. Wir haben ja schon mal, ihr habt ja gesehen, dass wir hier runterkommen. Ich schneide das dann aus Twitch dann zusammen hier mit dem Rest. Ich habe gerade schon geschielt, ungefähr 13 Minuten fehlten an der Folge. Da hängen wir sie jetzt einfach dran. Also die Schuhe sind also kurz von abnippeln. Das kann man ruhig so sagen. Und ich komme hier hoch. Das sieht nämlich auch recht steil aus hier. Das sah von oben nicht so steil aus. Also nicht hoch heißt nicht, dass man es nicht schafft, da hochzulaufen, sondern ja, dass man halb unten, da geht sie gerade wieder, blinkt sie gerade wieder, die Rutschwarnung. Weil wenn es zu glatt wird, da macht es nämlich auf einmal Knack. Ich zuck dann wieder zusammen, weil ich mich jedes Mal erschrecke, wenn das kommt. Da müssen wir hoch. Okay. Und dass man sich was bricht, einfach gesagt. Und ich lade dann meistens neu. Gerade eben auch. Habt ihr ja auch mitbekommen. Ein ganz simpler Grund, weil es nämlich diese Wunden zu heilen, wenn man einen Safe-Bond hat, den vorausgesetzt, ist mehr Aufwand als das neue Laden und das Stück neu spielen, weil es kostet unheimlich Material an Verbandzeug und Schmerztabletten, wenn man halt diese Verletzung durch das Rutschen bekommt. Das ist unverhältnismäßig hart, wird das bestraft. Müssen noch weiter hoch. Immerhin haben wir mal eine schöne Aussicht hier. Ja, in die Richtung, aber da ist doch nichts. Da ist doch nichts. Das heißt, wir müssen wahrscheinlich bis da ganz oben rauf. Wie? Hier ist doch nichts. Aber wir laufen direkt drauf zu. Tja, das ist muss mal Zeit. Wie kommen wir denn da hoch? Ja, können wir jetzt noch mal hier rum seitlich gehen, um mal zu gucken, ob es da irgendwo noch einen Aufstieg gibt. Ansonsten wüsste ich es nicht. Also jetzt einen großartigen Umweg laufen, um irgendwie von da ganz hinten ranzukommen. Nee, also hier ist ja der Wasserfall. Da geht es auf keinen Fall. Muss hier irgendwo einen Aufstieg auf der Seite geben, anders geht's nicht. Also wieder zu schwer. Wie schwer sind wir? Ich jetzt gerade mal 63. Das ist eigentlich gar nicht so schwer. Warum tut er sich denn gerade so schwer mit Zahlen? Wir gehen ja auch nicht bergan. Eigentlich. Eher sogar ein bisschen bergab. Ich hoffe, den Umweg, den wir jetzt laufen müssen, nicht allzu weit.
geht es wenigstens an und aus. Also von daher, das müsste funktionieren. Höhle? Ist das eine Höhle oder ist das? Nee, das ist der Eingang. Okay, wir haben es gefunden. Oh, kommt genau jetzt der Sturm. Okay, dann hat irgendwas nicht funktioniert. So, da ist das Bett. Hier können wir schlafen. Juhu. I'm gonna have to leave some of this gear behind. Oh, konnte schon wieder nicht bewegen. Oh Mann. Ich kann was essen. Hat nichts gebracht. Okay. Gut, wir brauchen das Holz ja jetzt nicht unbedingt. Das können wir ja erstmal ablegen. Dann müsste eigentlich Bewegung wieder gehen. Ja. Halt. Wollte eigentlich nicht weglegen. This stuff will come in handy. Okay. Wasser aus, das hätten wir. Ah! Abgenutzten Wollohrenwärme haben wir gefunden. Okay. Können aber nicht reparieren.
5. Sehr schön. Eins Komma zwei. Ist doch nicht schlecht. Cats müssten wir eigentlich auch mitnehmen. Hope nobody needs this anymore. Neue Pistole. Schon wieder zu schwer. Oh fuck. Ich meine, die Axt, die könnte ich langsam mal ablegen, aber es ist eigentlich noch zu früh. Ich lege mal die ganzen Steine weg. Das kann nicht schaden. This will come in handy. Ich stehe schon wieder. Kann ich eigentlich aus dem Verband? Ja, kann ich nicht. Kann ich das vielleicht im Gear-Menü? Kann. Vielleicht reicht das, damit ich wenigstens bis zum Bett komme. Ja, es reicht. Es reicht. Weil wenn ich nämlich geschlafen habe, dann habe ich am nächsten Tag wieder einiges verbraucht und dann kann ich ja. Ich habe die Lampe ja auch noch nicht mal irgendwie. Und es ist eigentlich nur Essen, was ich rumschleppe. Oh, fuck yeah, ne. Okay, das funktioniert nicht so. Wo finden wir das Bett nicht?
So. Und damit enden wir mal die Folge. Willkommen zurück. Danke euch fürs Zusehen. Wir haben einiges getrunken, gegessen und wir haben die Fackel wieder mit Flüssigkeit nachgefüllt. Ich glaube, ne, das reicht nicht. Ich hatte es mir gedacht. Es reicht nicht. Ich hatte es mir gedacht. Wir sind einfach zu schwer inzwischen. Ich habe wirklich nichts mehr, was ich noch wegschmeißen kann. Wirklich nicht. Nichts mehr. Und ich kann mich noch nicht mal mehr bewegen. Fick die Henne. Noch nicht mal mehr Fleisch an Bord. Ne? Also. Das geht nicht anders. Ich muss das loswerden. Geht nicht anders. So, jetzt füllen wir die Lampe nochmal nach. Jetzt hoffen wir einfach, dass wir jetzt so viel leichter sind. Also Öl sind wir jetzt unter 4 Kilo. So, dann machen wir uns auf den Weg zurück. Ich weiß nicht, ob wir es in der Folge noch schaffen, bis zurück zum Dorf zu kommen. Wir sind natürlich jetzt nicht mehr besonders schnell. Und wir schleppen wirklich nur Essen mit uns rum. Also. Und ein bisschen Brandstoff. Und leider relativ viel Öl. Aber das Öl ist gerade total blöd. Genau das kann man halt nicht weglegen. Genau da kann man nicht sagen, so ich will jetzt nur einen Liter weglegen. Sondern da muss man immer alles weglegen. Und das ist so irre. Das ist der einzige flüssige Artikel, bei dem das so ist. Mach noch mal die Aufnahme aus in der Hoffnung, dass wir vielleicht doch noch irgendwie bis zum Lager schaffen.